Jo Leute, was geht? Und willkommen auf dem Rub Nation Kanal. Ihr habt es im Titel sicher schon gelesen, dass es heute mal darum geht, ob man eine A2701 gut wheelen kann oder nicht. Mich haben das echt einige schon gefragt und ich habe eigentlich immer darauf geantwortet, es muss ja easy funktionieren. Also ich bin noch eine 701 gedrosselt, noch nie gefahren, bis vor kurzem. Und habe halt dann immer gesagt, hey, das muss ja safe funktionieren, da meine SMC ja auch übelst gut abging, gedrosselt. Und da mich das aber wirklich so viele Leute gefragt haben, bin ich dann halt echt neugierig geworden, weil manche auch dann geschrieben haben, ja, du, ich krieg die irgendwie nicht hoch, auch nicht im zweiten und ich gehe jetzt immer nur von ohne Kupplung aus. Also ich fahre ja selber, ich mache ja keine Wheelies mit Kupplung, muss ich immer dazu sagen. Und deswegen rede ich auch immer nur von Wheelies mit Gas, Power Wheelies, keine Ahnung, wie man das nennt am besten, aber das meine ich auf jeden Fall. Ja, und bis vor kurzem bin ich noch nie eine gedrosselte 701 gefahren, also die Euro 4 Modelle zumindest. Und deswegen konnte ich bis dorthin eigentlich nur immer, ja, so Art raten und wollte es jetzt unbedingt mal ausprobieren. Und dadurch, dass ich jetzt jemanden kennengelernt habe, der eine 701 gedrosselt fährt, der gute 701 Mayo, so heißt er auf Instagram. Und ja, der hat mich mit seiner fahren lassen, weil er auch gesagt hat, Alter, ich krieg die einfach nicht hoch, was machst denn du, dass du die hochbekommst? Dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass man die nicht hochbekommt. Und ich bin die dann gefahren, habe dann festgestellt, dass da wirklich richtig, richtig viel Power fehlt. Also es ist mit null, auf gar keinen Fall mit der SMCR zu vergleichen. Das ist so krass. Die SMCR, die ist ja so einfach hochgegangen in Wheelie gedrosselt, so wie jetzt meine offen war. Deswegen bin ich auch davon ausgegangen. Und als ich dann die gedrosselte 701 Euro 4 Maschine gefahren bin, da hat es mir echt die Sprache verschlagen. Ohne Witz. Ey, da konnte ich es echt nicht fassen. Und ich habe es probiert und probiert und habe sie mit Gas einfach nicht hochbekommen im zweiten Gang. Und ich weiß nicht, ob das an seiner lag, aber die hat auf jeden Fall deutlich weniger PS gehabt, meiner Meinung nach, als wie die SMCR oder halt das Ansprechverhalten war halt einfach absolut anders. Ich war ja auch immer der Meinung, dass wenn eine 501 oder eine 401 für Husqvarna für so eine alltägliche Supermoto auf den Markt kommen wird, die leichter ist und trotzdem genauso viel Power untenrum hat wie die 701, weil ich davon ausgegangen bin, weil die SMCR so war, dachte ich halt immer, werde ich dann umsteigen auf eine 401, so wie die Wittpillen oder wie die heißt, nur als Sumo-Version, wenn es sowas rauskommen würde. So, CS Wheelies sind einfach so geil. Ich feier's. Da ist der Schwerpunkt so geil hinten. Das bockt richtig. Ich habe meine Freundin dabei, deswegen nicht wundern. Und vor mir fährt von meiner Freundin die Schwester, deswegen erste Ausfahrt für sie auf ihrer 390 RC. RC 390. Saugeil. Aber ich stehe ja nicht so auf Sportler. Aber ich finde, wenn man auf so Sportler steht, ich finde die RC richtig, richtig geil für den A2. Vor allem, die geht echt gut vorwärts. Naja, zurück zum Thema. Und ja, ich wollte dann eigentlich umsteigen auf eine kleinere Sumo, was leichter wird. Weil wenn der Motor nicht mehr so schwer ist, dann gehe ich hoffentlich auch davon aus, dass die Sumo dann auch leichter wird. Ja, aber so, wenn es jetzt so sein wird, wie eine 701, die ja 700 Kubik hat, auf 41 PS gedrosselt, und da geht so gar nichts vorwärts, also wirklich, ich habe den Gashahn aufgemacht und die ist nicht vorwärts gegangen. Also es ist wirklich ein deutlicher Unterschied. Es ist ein deutlicher Unterschied zu der SMCR gedrosselt. Und dadurch stellt sich jetzt halt die Frage, ob ich überhaupt umsteigen werde. Ja, und vor allem, die ist ja wirklich nur mit dem Mapping gedrosselt. Die hat ja eigentlich untenrum, müsste die ja genauso vorwärts gehen wie meine. Die sind nur obenrum
krieg meine ersten richtige Power. Mich würde ja auch so eine E-Freeride richtig reizen. Auch allein schon mal Probe zu fahren, würde ich die schon echt gerne mal, weil ich einfach mal wissen will, wie sich die so fährt und wie die Reichweite auch schlussendlich dann wirklich ist, wenn man sie auch auf der Straße fährt, also nicht im Gelände. Wie dann so die Reichweite und so alles ist, würde mich echt interessieren. Und ja, ich will jetzt eigentlich nicht mehr so viel drumrum labern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir vielleicht, ach du Scheiße, als ob der jetzt nach links fährt. Geht sich das aus? Genau, das war's jetzt zu diesem Thema. Schreibt mir vielleicht eure, schreibt mir mal vielleicht rein, wenn ihr eine 701 gedrosselt fährt, ob ihr sie im zweiten Gang hochbekommt, ohne Kupplung. Würde mich interessieren. Und dann sieht man sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Da bist du nicht!